Indeed. Alter, halt die Fresse. Nicht David? Nee, Ingrid. nicht Mike, sondern halt die Fresse. Aber jemand steht in mir, warum? Und jetzt steht gleich einer in mir, weil. Alter, das ist so ein Zufall. Der Anne ist gerade aus dir rausgefahren. Oh mein Gott. Und er stellt sich direkt neben mich. Geh doch Genie, dass weg. du Jobs eigentlich Indeed. Nicht Ingrid! Indeed! Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Jan und neben mir steht der Mike. Wir sind auf einem Multiplayer-Server mit 4500 Leuten, die jetzt gerade live hier mitspielen. Also der Wahnsinn, es ist Chaos. Wir sind in Frankfurt, fahren nach Prag, müssen aber erstmal unsere Ware abholen. Und wenn wir jetzt hier rausfahren aus dem Betriebshof, ich fahre mal vor, Alter, das... Ich fahr vor dich, huhu. Leute, ich bin auch oh wieder am mein Gott. Start, hallo, ja. Ich freue mich wieder, dass also, wir dieses Spiel spielen. Kollision und so sind natürlich alles an, Nee, nee, ist aus. Chaos ist an. Ja. Mike ist halt leider auch dabei, das ist halt eigentlich auch immer mehr was Negatives, zumindest wenn man aufs Geld gucken muss, so wie ich. Was? Ich ja, bin also, ein fairer Sportsmann. Pleite ist auf jeden Fall bei mir sowieso immer quasi, die kommt mit und die wird auch heute quasi eigentlich mich die ganze Zeit verfolgen. Man muss dazu sagen, wir haben definitiv jetzt hier, wir halten uns an die Regeln. Ja, das heißt. Also rammen wir da vorne weg! Das heißt, wir bleiben bei Ampel stehen, wir tun toll fahren und so, außer dass wir vielleicht mal ein bisschen Gas geben. Ob wir uns da jetzt immer toll so an die fahren Geschwindigkeit ist halten, das weiß ich nicht, weil wir haben ja auch einen strengen Zeitplan, ist ja einfach so. Und wenn das jetzt nicht gleich weitergeht, dann ist der Zeitplan jetzt schon im Arsch. Was? Boah, Alter, da vorne wir steht einer. Andersrum fahren müssen. Ich gehe mal in die Außenperspektive. Ich will gucken. Alter, guck wo doch denn mal an, wie andersrum, viel. Hä? Da passiert, da geht. Es geht nicht voran. Das Ding ist, ich muss ja da rein, oder? Ja, wir müssen. Ja, ich muss auch vorne da rein. Links, ne? Wollen nicht einfach links rennen vor Scherbe aus? Kann ich probieren, aber es macht ich wahrscheinlich weite. Nur noch mehr Chaos, als es jetzt ja, aber da vorne, das Ding ist, so vorne komme ich halt eh nicht weiter, so bis dahin, das ja, ist auch okay. Eine Doppeltraktion, die da vor uns steht an der Ampel, ne? Ja, der zwei. Ist zwei, ja. Leute, ich habe übrigens. Da vorne kommt aber auch nicht wunderbar. Durch. Ich bin heute ich meine, im Pulli, ich bin richtig fett. Einer ist übrigens neben mir, der ja, heißt Rec Germ. German Grease, irgend sowas. Ich frag mich, ob der aufnimmt. Da vorne, wo wir hin müssen, da YouTube. Steht ja auch ein LKW quasi in unserer Richtung. Wieso fährt er nicht einfach raus? Verstehe ich nicht. Wenn der mal rausfahren würde, ja, dann würde er auch anderen mal Spur weitergehen. Du, ja, genau, die quasi die in unsere Richtung führt. Wenn der da rausfahren würde, dann wäre da auch gleich quasi schon mehr Platz wieder. Ich bin so 1 Zentimeter hinter dir, stehe ich. Ja, schön. Aber übrigens, ich muss tanken, also, aber so. Ich glaube, das ist eigentlich erstmal relativ. Ich glaube, dass mein Sprit auch leer ist, wenn wir hier rauskommen. Naja, also klingt schön. Es tut sich da vorne was, aber was sich da vorne tut, I don't know this. Ihr könnt ja nicht mal fahren! Weiß nicht. Ja. Sagen Sie, was Sie sagen wollten, Herr Nix. Let's Play. Ich wollte sagen, dass ich mich oh, einfach freue. Er fährt! Vielleicht tut sich gleich was, da fahren mehrere raus. Ich wollte einfach sagen, dass ich mich freue, das Ganze hier zu machen. Ich bin all black. I'm all black. Wir haben übrigens beide unseren eigenen Auflieger. Ja. Ja, toll, jetzt fährt der eine da mit dem Doppel links ja. noch rein, Alter. Junge, du sperrst die ganze Bahn, wie kann man da nicht so hohl sein? Alter. Will er eigentlich verarschen? Naja, und was ich Hinter auf jeden Fall... Hinter mir steht übrigens auch schon noch einer. Echt? Was ich auf jeden Fall, ja, jetzt natürlich sagen muss, ich bin hier in meiner neuen Wohnung. Es gab ja sogar eine Roomtour. Entweder die kommt noch online oder die ist schon online gekommen. Und, oder sie kommt nicht mehr online. Die kommt einfach gar nicht online, kann natürlich auch sein. Aber. Oh! Gerade wo ich was trinke, wird spannend. Nur ganz kurz, weil ich. Der stand schon die ganze Zeit ein bisschen weiter vorne, aber ich bin nicht bis ganz rangefahren. Das hatte eh keinen Sinn. Aber, naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, hier so Mikro ist ganz anders positioniert. Der Greenscreen ist ganz anders positioniert. Wir nehmen beide mit Greenscreen auch auf. Ist ganz anders positioniert, so vom Ding her. Deswegen, I don't know. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber wenn ja, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Helf Gott.
auf geht's. Also die Folge hat auf jeden Fall schon den Titel Verkehrschaos verdient. Mhm. Aber das ist das erste Mal, dass ich gerade mit links getrunken habe. Das ist richtig komisch. Ich bin ja Rechtshänder, ich kann das eigentlich gar nicht, aber ich habe es jetzt gar so gemacht, so als, na, keine Ahnung. Also der Typ, der vorne steht, das ist das richtig, also lustiger ja, kann man nicht sein das als ist der richtig Typ. Dumm. Der versperrt alles. Aber was ich mir sagen wollte, ist, dass der Typ recht hatte mit, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt irgendwann mal noch rauskommen. Ja, ich weiß ja nicht wer, aber ja, also... Wir hätten eigentlich einen Auftrag... Was macht der Schwarze da? Also das ist total unpolitisch unkorrekt. Der mit dem Strichen, der fährt rechts an dem vorbei und zieht ja, da links jetzt. Junge, das ist absolut lost, was hier gerade passiert. Also eigentlich prinzipiell ist es ja ganz lustig, aber wenn es so weitergeht, dann auf jeden Fall nicht mehr, weil wir nehmen... Alter, der rammt den erstmal. Okay, ich bin froh, dass ich nicht da stehe. Ich fahre jetzt auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit weiter nach rechts. Also, ich weiß nicht, ob wir den Auftrag einfach... Also, wir wollten ja eigentlich hier jetzt unsere Ware da vorne halt abholen, wo auch alle anderen hinfahren wollen, scheinbar. Du bist irgendwie dann wieder leiser geworden. Was machst du denn? Was? Nein, ich schreie hier rum. Und dann wollten wir nach Prag fahren, aber... weiß ich, ob das irgendwie noch was wird. Okay, dann einfach rückwärts. Aber fahren wir nach Mannheim oder so? Ja, ne? Stopp! Ja, ich hab grad... Doch nicht einfach anschieben. Also, Verkehrsschilder, da nehme ich jetzt keine Rücksicht drauf. Ja. Achtung! Kollateral, nenne ich das immer. Ah, oh, da ist sogar einer, der... Ja, deswegen sage ich ja Achtung. Ja, den sehe ich ja jetzt erst. Ja, ich lasse ihn vorbei. Komm, fahr. Ja, also besser drehen, also schreibst du in die Kommentare, geht eigentlich. Ja, das war richtig schlau, dich erst in die Richtung zu drehen. Sehe ich auf jeden Fall absolut genauso. Ich habe keine Ahnung, wo es Richtung Mannheim geht. Aber ich fahre einfach irgendwo lang. Ne? Da wo frei ist, fahre ich einfach lang. Auf also geht's. In Mannheim war ich nämlich noch nie, also es wäre dann mein erster Aufenthalt da, das wäre eigentlich ganz cool so. Ach, du hast da keine Garage? Schwach. Alter, das ist schwach. Falsch. Also wir fahren jetzt nicht rechts und versuchen es nochmal da. Nein. Gut, dann gehe ich einmal kurz auf die Karte und markiere mir das. Ich kann einfach just for fun nach Mannheim fahren. Die Ampel ist übrigens grün, ne? Ja, ich war schon mal in Mannheim, habe ich gerade gesehen. Junge, ja, fahr doch! Ich musste auf die Karte gucken. Außerdem, die halten sich ja auch nicht eigentlich an die Verkehrsregeln. Da muss man aufpassen. Da darf einfach nicht fahren. Es war noch gelb, Leute. Oh Gott! Du fährst den fast weg. Der ist absolut am Bremsen, Alter. Und laggen auch. Ich fahr jetzt aber mal hinterher, weil ich habe absolut keine Ahnung, wo Mannheim ist. Also, jetzt so von uns aus gesehen hier. Alter, was macht der denn? Wer denn? Ja, der hinter dir. Also der fährt immer so richtig schnell und dann so richtig langsam plötzlich wieder und bremst dann nicht. Und der laggt, Alter. Also hier steht auch ein paar Weihnachtsgeschenke auf dem... Oh, der will, glaube ich, Stress machen. Wer denn? Vor mir! Und Lehrer, bist du rechts von mir? Nein, nein, das ist der andere, aber der ist relativ normal. Er fährt halt komisch, aber er rammt nicht. Oh mein Gott. Oh, der zieht einfach rüber. Oh mein Gott. Alter. Du fliegst auf mich drauf. Ich bin auf der Absperr. Alter. Du blödes Arschloch. Ich doch nicht. Der Typ ist vor mir einfach, der ist vor mich gefahren und einfach gebremst. Ja, Alter, wie du da hängst, lol. Aber siehst du mich? Du hast mich damit auch voll mitgezogen, Alter. Ja, natürlich, du bist mir draufgefahren, aber der Typ hat doch einfach... Ey, diese scheiß wieder mit Spieler. Links. Aufliegerschaden 100%. Alter. Schmeckt, oder? Alter. Wie wir beide so hängen, Alter. Sieht so lost aus. Naja, ich war halt relativ schnell, ich bin halt voll drauf drüber. Ja, der Typ, ich hab ja schon vor ein paar Sekunden gesagt,
hier ist einer, der komisch fährt. Und dann habe ich gefragt, ob du rechts neben mir bist. Und ich muss dich jetzt auch abschleppen lassen. Aber, Alter, ich habe beides 100%. Das hatte ich ja noch nie. Oh mein Gott, jetzt sind wir ja wieder in Frankfurt. Oh nein. Die Werkstatt ist doch sogar auf der lustigen Seite. Ja, ich weiß. Scheiße. Okay, also das ist richtig cool, was hier gerade passiert, Leute. Ich glaube, wir fahren heute auf jeden Fall schon mal nicht nach Prag. Das steht schon mal fest. also 100 und 100. Wie viel kostet es jetzt, den 100% beides zu reparieren? 147.000? Ich kann mir noch einen LKW kaufen. Ich bin wieder im Minus dann. Ich habe 119.000. Ich dachte so, ey, jetzt bin ich ja richtig im Plus schon. Kann nie wieder was passieren. Alter! Digga, der Typ ist einfach vor mir ohne Auflieger gefahren. Er ist die ganze Zeit rechts, links geschwankt. Und ich denke mir so, Alter, der ist richtig verrückt. Ich bremse schon. Und plötzlich zieht er ganz auf meine Spur, fängt da an zu bremsen. Und ich überschlag mich und fliege fast über diese scheiß Mauer. Und jetzt bin ich einfach 30.000 im Minus. Ich würde halt... Ah, du hast es repariert. Ja, natürlich habe ich es repariert. Ich hätte mir halt echt an der Stelle einen neuen LKW einfach gekauft. An der Stelle. Nee, ich meine, den Auflieger muss ich auch, wenn ich dann LKW ohne Auflieger... Also stimmt, das ist der Auflieger war es ja auch, ja. Ja, also ich würde sagen, geht, wir versuchen es einfach nicht. In dieser Folge, versuchen wir es einfach nur aus Frankfurt rauszuschaffen. Das ist schon das Ziel und dann in der nächsten Folge fahren wir dann richtig. Okay, wo wollen wir hin? Ich habe keinen Auftrag. Ach nein, so, naja, dann fahren wir nach Mannheim. Nee, dann fahren wir nach Mannheim, weil das ist näher, ja, natürlich. Und nach Mannheim, da war ich auch noch nie, also da muss ich mir direkt eine Garage bauen. Ja gut, dann halt, ja. Dann versuchen wir es halt wieder durch. Das Ding ist halt, wir haben auch ohne Auftrag haben wir halt trotzdem unser geiles Gefährt halt mit dabei. Das heißt. Eben, also. Dann halt probieren wir uns so hier raus. So wird es hässlich. aber genau für solche. Alter, oh mein Gott, ich überlege einfach, ob man sich auch zu einer Garage teleportiert. Ja, klar, aber ich meine, in Hamburg ist vielleicht auch nicht weniger los als hier jetzt. Also ich sehe dich da vorne jetzt auf jeden Fall. Ich sehe, dass tausend andere rausfahren wollen. Ja, aber wieso fahren die denn einfach raus so? Wie meinst du das denn jetzt? Ja, der fährt ja, der vor mir fährt ja einfach raus. Da ist alles voll und er fährt einfach raus. Ja, es bringt ja nichts. Du musst davon ausgehen, dass die Leute schon dumm sind. Ne? Also das. Ist das lost? Also. Ja. Alter! Ich meine, ich glaube nicht, dass man von hier wegkommt, muss ich ehrlich sagen. Lass mal einen DLC kaufen, dass wir so nach rechts fahren können. Der Typ kommt nicht mal auf die scheiß Werkstatt drauf, Alter. Wie kann man so dumm sein und hier nicht drauf kommen? Und jetzt fährt er rückwärts und rammt. Oh mein Gott. Und jetzt kommt einer von hinten und fährt raus. Ja. Also, wie kann man eigentlich so egoistisch und dumm sein? Ganz ehrlich, ich versteh's nicht. Ich könnte mich gerade richtig aufregen. Guck mal, alle versuchen noch rauszukommen. Warum drängelt man sich jetzt davor? Ich bin die Affen Meinung, mit ihren scheiß Doppelaufliegern, Alter. Ich glaube, das macht keinen Sinn, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Hier sind so viele, die die ganze Zeit rausfahren wollen. Und weil die alle das auch gleichzeitig machen wollen, geht da halt nichts. Dann gibt es noch welche, die halt reinfahren. Und der eine, der hier mit dem weißen Tief-Dingsbums, der macht halt auch nichts. Also. Ja. Yeah. Dann da einer kippt da gerade über den Zaun. Ja, ich sehe es. Also. Ja, theoretisch müssten die halt nur mal warten und einfach mal chillen und dann wäre es so easy einfach. Ja. Aber siehst ja, der eine, der kommt mit seinem Doppelauflieger immer noch nicht raus und der andere zieht einfach voll in ihn rein. Er gibt auch weiter Gas, es ist halt, why the fuck so? Und diese Autos, die dann die ganze Zeit, weißt du, die... Ich glaube, ich fahre jetzt. Einfach mit.
Oh Gott, er fährt rückwärts. Achtung! Achtung! Komm, 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 fahr einfach vorbei. Es ist in Ordnung. Nee, der andere von der anderen Seite fährt jetzt gerade raus. Ich muss nach. Den vor mir meine ich. Ich bin raus, komplett. Ich hab's geschafft. Ich bin zwar jetzt über eine rote Ampel, aber es steht ja sowieso alles hier. Der ist hängen geblieben. Ich nutze das. Nein! Ja! Oh mein Gott, die Rampe. Ey, hier sind solche Hurensöhne. Aufwiegerschaden 3%, das ist mir jetzt aber egal. Da ist mir gerade auch einer draufgefahren. Ich hab's auch rausgeschafft. Nice. Okay, oh mein Gott. Du stehst auch rechts an der Ampel, ja. Der andere, der ist aber rot gerammt, der links von mir. Also musst du auf jeden Fall hinter mir stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass der noch fahren kann. Boah, ich wäre beinahe noch gegen die hier Ampel gebrettert, weil ich da so viel Platz lassen musste, damit ich irgendwie an die vorbeigekommen bin. Spannend auf jeden Fall. Wir haben es also geschafft. Naja, also wir waren schon mal weiter, deswegen will ich jetzt nichts beschwören, dass wir es. Ja, okay, das stimmt. Also nice. Ich meine, hinter mir fährt halt schon wieder einer. Ich sehe auch auf der Autobahn, vor uns sind viele. Das heißt, es kann halt bitte immer noch genau rüber, das. Bitte. Bitte, einfach normal. Ich hab so Angst, oh mein Gott. Es kann halt immer noch genau das passieren, was halt gerade passiert. Ich glaube aber, dass er nicht überzieht. Es sieht nicht so aus. Ich fahre extra ganz weit links, Alter. Ich hab so Angst. You have left the city, okay, jetzt kann ich Gas geben, dann bin ich schneller als er und bin gleich weg. Oh. Ey, hier ist ein Auto. Ich hab Angst. Das fährt einfach auf den Standstreifen. Siehst du mich das noch? Das sind halt einfach auch so irre Leute. Wir müssen hier rechts, ne? Ja. Okay. Ah, oh, der fährt natürlich auch hier hinterher. Der will dich catchen, glaube ich. Ja, ich habe kein Thema. Ich muss gleich mal Pause machen. Ja, ich muss gleich tanken. Ja, ich gehe auch kurz weg tanken. Also nicht. Ey, mir wird immer noch dieser Scheiß Auftrag, ne? Nach mir Frankfurt auch. Ich weiß nicht. Das nervt mich nicht. Ah, ich gucke auf die Schilder, Mannheim, geradeaus. Geradeaus, okay. Ich glaube, da fährt er jetzt Feedback nicht lang, oder biegt er doch noch kurzzeitig ab? Nee, schau mal nicht. Kurzzeitig, oder? Kurzzeitig, ja. Also, jetzt bin ich wieder direkt hinter dir. Das ist ein bisschen sicherer, als wenn ein anderer hinter dir fährt. Ja. Und ein anderer vor dir, lol. War nur ein bisschen sicherer. Na doch, wobei, doch, also schon auch sicherer. Ja. Ajo, Freili. Oh Leute, wir haben es. Ich hätte ja auch zu dir Sicherheitsabstand, ne? Also auch automatisch, weil du ja eh schneller bist als ich. Ja. Eben. Also, freut mich auf jeden Fall, dass ich hier nochmal absolut in die Schuldenfalle mit reingekommen bin. Radarkontrolle, ja, du musst 80 fahren. Ah, 80. Ja, wollen wir hier tanken fahren? Ich habe auch ganz viel Geld für Benzin, aber ich mach's trotzdem. Ja, tank's einfach nicht, oder? Ja. Das ist halt leider keine Option, tatsächlich. Ja, also wir fahren tanken. Ja. Ich muss eigentlich gar nicht tanken, aber das ist ja egal. Ein bisschen was geht immer. Bei meinem Geld, was ich habe, ist das kein Problem. So, vor mir eine und tanken. Ich habe minus viel Geld. Ja, ich habe plus sehr viel Geld. So, wie viel kostet der ganze Spaß? Ah doch, schon über 1000 Euro, deutlich. Bleib mal kurz stehen. Ist immer noch nicht fertig. 1300! Also ich freue mich schon drauf, hier gleich noch weiter ins Minus reinzukommen. Ihr könnt es ja mal reinschreiben in die Kommentare, was glaubt ihr, was wird mein Topstand irgendwie, ob ich mich noch weiter... Also man muss auch dazu sagen, ich bin ja nicht nur mit minus 30.000 jetzt in den Schulden, sondern ich habe ja auch noch... Mein Mikro hält nicht. Über 400.000 Schulden durch Kredit. Also das kommt ja noch mit drauf. Also ich habe eigentlich, bin ich gerade wahrscheinlich bei ungefähr einer halben Million. Also Minus. Ja, das ist halt auch ganz... Ja, und das bei so vielen Leuten heute am Server.
könnte cool werden. Ja, ja, also ich gehe bestimmt auch mit einem Minusbetrag insgesamt weiter raus, ne? Also im Minus 30.000 muss ich jetzt erstmal wieder aufholen und allein das... Rechts halten. Und ich habe ja jetzt auch schon wieder 3% Aufliegerschaden bekommen. Biege nach. Dadurch, dass mir einer beim Rausfahren hinten drauf gedonnert ist. Ah, ist das passiert, also, okay. Ja, ja, das ist passiert. Alter. Und während unserer, ich sag mal, normalen Fahrten wird bestimmt leider auch noch das eine oder andere Crazy hier passieren. Ja. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben bei den nächsten Folgen. Wenn wir dann wieder on Tour sind. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spaßige Aufnahmesession. Und jetzt sind wir tatsächlich gleich scheinbar in Mannheim. Erster Aufenthalt in Mannheim. Und hier ist hoffentlich nicht ganz so viel los wie in Frankfurt am Main. Am Mannheim. Oh! Ich sehe die Ampel nicht mehr. Okay, wo wollen wir hier hinfahren? Wo wollen wir die ganze. Einfach so zur Werkstatt. Ja, dann kannst du da die 3% auch noch reparieren. Stimmt, da will ich. Noch mehr Geld haben. Ja, ja. Oder zur Garage. Ah, nee, Quatsch. Da kommt ein Auto. Ja, ja, ist okay. Ich schere aus. Er fährt einfach ein paar Mal noch extra gegen dich. Ist mir egal. Er hat mir auch nicht Tupi gegeben. Ist mir egal. Alter, wie fährt der denn, Junge? Was macht der Junge? So, ich sag mal so, erstmal. Gerettet in die Non-Collision Zone. Gerettet. An dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir hier die erste Folge wieder. Alter, da war absoluter Wackelkontakt. Ich hab's gehört, aber das war eigentlich nicht. Also, ich hab mich nicht. Ich hab nichts gemacht. Das war richtig so, wir beenden die Folge. Also, genau. So sieht's aus. Junge. Also, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Haut rein, checkt noch alle Kanäle ab. Mike ist auch natürlich oben rechts verlinkt, wird richtig nice. Ja. Aus beiden Sichten natürlich, das, der ganze Spaß hier. Haut rein, ciao. Ciao, ciao.